Hallo zusammen, herzlich willkommen im Industriemuseum Lauf. Ich wollte euch heute mal ein altes Kinderspiel zeigen. Schaut mal, das ist ein Knopfjojo. Es sitzt auf einem Faden und dreht sich ganz schnell. Allerdings möchte ich das mit euch jetzt größer basteln. Ich nenne es jetzt mal Scheibenjojo und es soll dann auch ungefähr so ausschauen in ganz bunt. Ich zeige euch mal, was ihr dafür braucht. Ihr braucht dafür folgendes Material. Eine Schere, ein Lineal, etwas Rundes zum Umranden. Ich habe hier eine kleine Schüssel. Einen Faden, eine Schnur. Ich habe eine Paketschnur genommen, die ist außen auch ein bisschen so gewachst. Dann habe ich einen Bohrer, eine Stopfnadel, ein Bleistift, einen alten Pappkarton und buntes Papier in zwei verschiedenen Farben. Da könnt ihr eure Lieblingsfarben nehmen. Als erstes legt ihr eure Schüssel mit der Öffnung nach unten auf den Pappkarton und umrandet die Schüssel. Meine Schüssel hat 12 cm Durchmesser. Das macht ihr zweimal. Und dann macht ihr auch jeweils einen Kreis auf das blaue Papier bei mir und auf das gelbe. Dann nehmt ihr die Schere und schneidet alle vier Kreise aus. Ich habe mir jetzt noch einen Klebestift besorgt und wir kleben jetzt die beiden Pappscheiben zusammen, weil es dann das Jojo ein bisschen stabiler macht. Jetzt nehme ich das Lineal und zeichne Linien auf meinen gelben Kreis, wo ich dann den Kreis auseinanderschneiden möchte. Ich habe mir jetzt alle Linien eingezeichnet und schneide den Kreis an den Linien auseinander. Jetzt klebe ich meine bunten Dreiecke abwechselnd auf die Pappscheibe. Ich habe jetzt meine Pappscheibe von beiden Seiten mit den bunten Dreiecken beklebt. Und jetzt brauchen wir in der Mitte zwei Löcher. Die zeichne ich mir auf einer Seite ein, ungefähr im Abstand von einer Fingerbreite. Einmal da und einmal da. Die sollen ungefähr gegenüber sein. Und jetzt nehme ich den Bohrer und bohre zwei Löcher. Ihr könnt auch eine spitze Schere nehmen, aber aufpassen, dass ihr euch nicht stecht. Dann nehmt ihr die Schnur. Das ist ungefähr ein guter Meter bei mir. Fädelt die Schnur durch die Nadel, durch das Öhr. Und jetzt geht es einmal auf diese Seite rein und auf der anderen Seite wieder zurück. Und dann werden die zwei Enden verknotet. Ich habe jetzt meine Schnur an einem Ende zusammengebunden, dass ich einen geschlossenen Kreis habe und habe die Scheibe in die Mitte geschoben. Jetzt möchte ich, dass beide Fäden sich miteinander verdrillen. Da muss ich die Scheibe ein bisschen im Kreis schleudern, ganz oft, bis es an den Fingern eng wird, das spürt man. Und dann versuche ich mal rechts und links vorsichtig zu ziehen. Und dann dreht sich die Scheibe, ich lasse wieder locker und dann ziehe ich wieder. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Liebe Grüße aus dem Industriemuseum Lauf. Tschüss!